Willkommen bei mir, meine Sekunden. Mein Name ist Jan Philipp und wir schauen uns heute wieder gemeinsam eine Nomen-Verb-Verbindung an. Wenn dir mein Video gefällt, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und auch die Glocke und schau auf meine Internetseite www.germanistikum.com. Nomen-Verb-Verbindung. Heute haben wir die Nomen-Verb-Verbindung einen Auftrag erteilen. Das Nomen ist Auftrag. Wir haben hier einen Artikel davor, einen Auftrag. Wir können auch einen bestimmten Artikel, den Auftrag nehmen. Das Verb lautet erteilen. Unser erstes Beispiel. Der Chef erteilt seinen Mitarbeitern den Auftrag, ein neues Produkt zu entwickeln. Das Nomen ist den Auftrag. Wir haben das Verb. Und was bedeutet das, wenn der Chef seinen Mitarbeitern den Auftrag erteilt, ein neues Produkt zu entwickeln? Das heißt, der Chef geht zu seinen Angestellten und sagt, wir müssen ein neues Produkt machen. Ihr sollt das jetzt tun. Er erteilt ihnen den Auftrag. Das zweite Beispiel, meine Damen und Herren. Sebastian hat der Baufirma den Auftrag erteilt, dass sie sein Haus bauen sollen. Nomen ist den Auftrag. Wir haben das Verb erteilen. Was bedeutet das, wenn Sebastian den Auftrag erteilt hat? Wenn Sebastian der Baufirma den Auftrag erteilt hat? Das heißt, Sebastian will ein Haus bauen. Und Sebastian kann das natürlich nicht alleine. Also gibt er einer Baufirma den Auftrag und sagt, hier, bitteschön, baut für mich das Haus. Ich bezahle euch dafür Geld. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was einen Auftrag erteilen bedeutet und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit.